Sie sehen aus wie Spielzeug-U-Boote, sind aber raffinierte, mit Hydrofonen und Sensoren ausgestattete Unterwasserroboter. Man kann sie zu einem dichten Roboter-Schwarm vernetzen, um mithilfe der Sonartechnologie den Meeresboden zu erforschen. Und das ist, wie Sie in dieser Reportage sehen werden, alles andere als ein Kinderspiel. Diese Forscher wollen die Unterwassererkundung revolutionieren und haben einen komplexen Testlauf organisiert, um zu sehen, wie die neue Technologie funktioniert. Das System besteht aus zwei kleinen Katamaranen, Computern und einem Schwarm von Unterwasserrobotern, die mit Hydrofonen ausgestattet sind. Im Hintergrund ticken hunderte von Sonarsignalen. Was Sie hier hören, sind elektrische Impulse. Im Wasser befinden sich zahlreiche Elektroden, die gut 10 cm voneinander entfernt sind. Kleine Batterien sorgen für ein paar Kilovolt, so entsteht die Schallwelle. Das Sonarsignal trifft auf den Meeresboden, dringt in den Sand des Meeresbodens ein und reflektiert ein Signal von jeder Schicht, die es durchdringt. Diese Geräusche werden mit den Hydrofonen aufgezeichnet. Nach eingehender Computeranalyse können wir anhand dieser Reflektionen die Schichten sehen, die unter dem Meeresboden liegen. Die Roboter wurden entwickelt, um unter Wasser ein intelligentes und überschaubares akustisches Feld aufzubauen. Die Forscher möchten, dass sie interagieren und als koordiniertes Team Informationen austauschen. Eines unserer Ziele war, über so viele autonome Unterwassersonden wie möglich zu verfügen. Unser System basiert auf Atomuhren. Jeder Roboter ist mit einer Atomuhr ausgestattet, was vor einigen Jahren praktisch unmöglich war. Auf diese Weise können unsere Roboter unter Wasser navigieren. Allerdings, und das ist die nächste Herausforderung, müssen sie sich während der Navigation untereinander abstimmen. Dank Geolokalisierung wissen sie, wo sie sich befinden. Die große Frage ist, wie sie koordiniert gemeinsam manövrieren und in jeder Phase der Mission wissen, wo sie sind. Existierende Sonar-Erkundungstechnologien sind aufwendig, langwierig und teuer. Die in diesem europäischen Forschungsprojekt getestete Schwarmtechnologie bietet große Vorteile, sagen die Wissenschaftler. Diese autonomen Sonden können sich unter Wasser zu beliebigen Formationen zusammenfügen. Das Datenerfassungssystem funktioniert quasi als Antenne. Die Flexibilität des Roboterschwarms ist ein großer Vorteil. Die Mechanismen werden optimiert, um Signale zu empfangen. Die Plattform wurde konzipiert, um sich vollständig an Anwendungen anzupassen, bei denen es um die Kartierung des Meeresbodens oder seismische Erkundungen geht. In welchen Bereichen könnte dies nützlich sein? Die Technologie kann beim Bau von Infrastrukturen unter Wasser eingesetzt werden oder in einem größeren Maßstab bei der Suche nach Mineralien, Erdöl oder Gas. Auch bei Such- und Rettungseinsätzen, Umwelt- oder Fischereiüberwachung oder aber bei archäologischen Erkundungen unter Wasser könnte sich der Roboterschwarm als nützlich erweisen.